Willkommen zurück, Leute, zu Batman Arkham Knight, Catwomans Rache. Der Riddler versucht immer noch zwanghaft mit seinem Computer irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und wir schauen uns hier in dieser Roboterfabrik heute mal genauer um. Die erste Folge war ein bisschen hektisch, aber ich denke mal, jetzt kriegen wir das Ganze hier hin. Diese Roboter hier vorne sehen allerdings so aus, als könnten die uns angreifen. Ja, ich muss erstmal überlegen, wo ich hier hin muss. Wie ich hier wegkomme. Weil so wie das hier aussieht, komme ich hier jetzt auch irgendwie gar nicht weiter. Hier ist ein Terminal. Schaut mal da. Benutzen wir das doch mal. Manuelle Überbrückung des Aufzugs erfolgt. Beginne Abfahrt. Hey, Eddie. Ja? Sitzt du nicht im Knast? Nichts kann mich aufhalten. Ja, Officer Cash, ich spreche nur mit meinem Anwalt. Raus da! Ganz ruhig, Eddie. Ich erkläre dir das mal. Ich stehle all dein Geld und zerstöre alles, was du hier aufgebaut hast, okay? Nein! Diese Strategie würde vor Gericht nichts bringen. Riddler Box, war klar, ne? Jetzt schickt er erstmal seine Roboter auf uns. Na gut, dann kommt mal her, Jungs. Könnt ihr gerne haben. Die Katze ist flink ohne Ende. Keine Chance. Oh, er baut sich zusammen. What the fuck? Welch. Gut. Ach du Scheiße, was ist das? Nein! Was zum Teufel ist denn bei dir los? Kann ich das auch irgendwie... Was ist das? Ich hab... Alter! Okay. Ich dachte gerade, jetzt ist vorbei. Also, Riddler dreht echt durch. Okay, das sieht nicht gut aus. Was ist das jetzt hier? Ich glaube, diese Plattformen werden gleich unter Strom gestellt. Äußerste Vorsicht ist geboten, Leute. Alter! Was ist... Der ist so irre. Der ist irre! Er hetzt Laser auf uns. Aber na gut, wir sind ja auch in seiner Fabrik. Das findet er sicherlich nicht so toll. Oh, vorsichtig. Mal ein bisschen ausweichen, Leute. Ey, das ist das hektisch. Und es werden immer mehr Roboter. Oh, und meine Leben sind gleich ab. Oh shit, ich habe nicht aufgepasst. Oh, Leute, wir werden wahrscheinlich gleich sterben. Weil ich zu oft in den Lasern drin war, wahrscheinlich. Wo ich jetzt natürlich gerade voll den Mega-Run habe. Weg! Diese Laser, verdammt. Schön vorsichtig. Oh, es kommen noch mehr. Es kommt noch mehr. Aber irgendwie ist es ja lustig gemacht, ne? Er tut so, als würde er natürlich mit seinem Anwalt reden. Hat sich hier ins System eingewählt. Und so gesehen kämpft er damit gegen uns. Sehr, sehr lustig. Vorsicht Laser, Vorsicht Laser, Selina, Vorsicht. Ja, Leute,
Mal kurz ein anderes Thema, wo wir hier Catwoman schon sehen. Wer von euch hat Batman wie Superman geschaut? Und wer ist der Meinung, dass so eine Catwoman, wie wir sie hier aus den Comics und aus den Spielen kennen, vielleicht auch in dieses Universum passen könnte? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Denn gerade so vom Style her oder vom Outfit her etc. würde sie sehr gut da reinpassen, finde ich. Und da hoffe ich doch drauf, dass da wirklich jetzt mal eine würdige Catwoman auf jeden Fall in das neue Filmuniversum eingeführt wird. Es sei denn, die ist auch schon tot. Passiert ja leider öfters mal, dass da Leute sterben. So wie ich jetzt gerade hier auch. Aber ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich. Weil nach wie vor ist für mich die Referenz in Sachen Film... da ist der Riddler. Michelle Pfeiffers Catwoman aus Batmans Rückkehr. Und so eine Version hier in dem neuen Filmuniversum, da wäre ich doch auf jeden Fall dafür. Auf jeden Fall würde sie sehr gut reinpassen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ja nun auch gelesen vor ein paar Wochen schon, dass Ben Affleck, unser neuer super bester Batman, ein eigenes Batman-Movie-Script geschrieben hat. Wenn er es durchkriegt, dass das irgendwie verfilmt wird. Wer weiß, wie es natürlich ist. Vielleicht ist da mehr Luft nach oben für ein paar weitere Charaktere aus dem Batman-Universum. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen, endlich mal wieder einen Robin zu sehen. Und nicht so ein Weichei, wie wir es aus Batman Forever und Batman und Robin gesehen haben. Damals, also, ging gar nicht. So ein bisschen härter. Vielleicht Tim Drake oder sowas. Das wäre ganz cool. Da bin ich mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommen wird. Das sind aber auch viele Roboter. Meine Güte. Ich krieg ja schon Krampf in den Fingern. Weil so viel Altmetall. Leicht ist es auf jeden Fall nicht, kann ich euch sagen. Ich versuche die ganze Zeit nicht großartig getroffen zu werden und der Laser macht es mir nicht gerade besser. Ihr seht schon wieder, meine Leben sind gleich weg. Und wieder verloren. Oh, ist das schwer, Alter. Mir tut schon die Hand weh. Scheiße. Das ist nicht leicht. Das ist echt nicht leicht. Rache hat bekanntlich außerordentlich... Oh, ich verkrampfe mich gerade schon richtig, ey. Gustatorische Qualitäten, Mieze. Schwer. Sehr, sehr schwer, Leute. Mal ebenso euch eine Folge zeigen. Ja, ja. Nicht leicht. Ihr müsst wirklich äußerst konzentriert sein bei dem Spiel. Und wirklich so ziemlich jeden Counter müsst ihr einfach mitnehmen. Und dann noch der Laser. Das ist natürlich echt heftig, ne? Für alle, die das Spiel vielleicht nicht kennen, wenn über diesen Robotern... Ach, hier sind auch noch solche beschissenen Plattformen. Jetzt weiß ich auch, warum es mich so wegnatzt. Scheiße. Wenn über den Robotern so ein Zeichen kommt, dieses blaue, dann solltet ihr auf Abwehr gehen. Jetzt weiß ich auch, was mich hier erwischt. Hier sind noch Plattformen, die unter Strom sind. Die habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen, weil das hier so hektisch ist. Ja, das ist ja fair. Oh Gott. Okay. Riddler, was hast du dir da einfallen lassen? Das war eigentlich eher bestimmt für Batman gedacht, nicht für Catwoman, ey. Heilige Scheiße. Oh, ist das schwer. Oh Gott, komm schon. Oh, das ist zu schwer, Leute. Das ist echt schwer. Scheiße. Alter Schwede. Ich schaff das nicht. Und ich bin nun echt kein schlechter Batman Arkham Knight Spieler, ne? Ganz mal davon ab. Also ich habe das Game komplett einmal durchgezogen. Oh, okay. Krass. Also diese ganzen Plattformen, die da unter Strom sind. Plus die Laser. Unglaublich. Heftiger Schwierigkeitsgrad. Ab wann kommen denn diese Plattformen? Jetzt muss ich mal ein bisschen drauf achten.
Da sind schon welche, okay. Ach, schon fail. Vorher muss ich immer diese Kombos noch am besten mit benutzen, damit wir die Roboter gleich außer Gefecht setzen. Ich passe nicht auf. Ich habe keinen. Diese Attacken hier. Dann sind die Roboter nämlich gleich ganz erledigt. Ey, das ist schwer. Alter. Heftig. Fieses Add-on, Leute. Ich bin ja gleich wieder tot. Gibt's nicht. Ja, ich würde sagen, hier mache ich einen kurzen Cut, Leute, und versuche es mal erstmal selber. Und dann geht es weiter. Das ist ja unglaublich schwer. Unglaublich schwer. So. Geschafft. Leute, das waren noch 3 Versuche. Aber ich habe es hingekriegt. Hören wir dem Riddler mal weiter zu. So. Oh je. Verschlossen. Und verschlüsselt. Viel Glück. Stimmmuster akzeptiert. Willkommen, der Riddler. Idiot. Danke, Eddie. Nein. Kein Deal mit dem Staatsanwalt. Das da oben ist der Riddler-Bot. Den habt ihr, Spoiler, bei Arkham Knight in der Hauptstory. Ja, den habt ihr da halt auch drin. Da sitzt der Riddler drin und gegen den müsst ihr kämpfen. Ne? Und natürlich habt ihr das dann irgendwann auch mal geschafft. Dadurch, oder dafür müsst ihr halt in ganz Arkham City, in ganz Gotham City, sorry, die ganzen Rätsel lösen, die ganzen Fragezeichen finden etc. Und dann könnt ihr gegen den Riddler kämpfen. Und das hier scheint sozusagen die Werkstatt zu sein, in der dieser Roboter ja entstanden ist. Mal gucken, was Selina hier findet. Die will ja irgendwas mitgehen lassen. Gucken wir mal hier. Eddie, im Knast brauchst du doch nicht wirklich 2,7 Millionen Dollar. Sehr schön. Das Essen ist umsonst. Stopp! Und was willst du mit einer Roboterfabrik, während du einsitzt? Irgendeinen cleveren Ausbruch starten? Bitte, soll ich dich anflehen? Ich kann flehen. Gnade. Schon gut, Nick, mal reg dich mal ab. Leg auf. 2,7 Millionen Dollar. Sehr schön. Und die Selbstzerstörungssequenz aktiviert. Ein Taser? Glaubst du, jetzt hätte ich Angst? Ich bin der Riddler und ich werde dich. Tja. Da wurde er vom Polizisten geschockt und Catwoman hat ihn ausgeraubt und die Fabrik ist im Arsch. Ja, das war's. Die Arkham-Episoden sind immer sehr kurz. Das waren jetzt 2 Folgen mit Catwomans Rache. Ihr habt gesehen, ich habe gerade noch eine schöne Trophäe gekriegt. Und wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Für die Zuschauer unter euch, die sich das hier angeguckt haben, soll ich die anderen Episoden für euch auch noch machen? Als nächstes seht ihr es hier zum Beispiel noch Robin. Na, aber ich weiß, dass da noch eine andere ist, nämlich auch Nightwings Episode ist am Start. Was ihr gerne sehen möchtet, könnt ihr gerne unten in die Kommis reinschreiben. Auch gerne die, die ich schon einmal durch habe. Na, am besten finde ich nach wie vor ist hier eine Familienangelegenheit, das DLC mit Batgirl. Das hat mir definitiv am besten gefallen bisher. Aber die anderen, wie gesagt, kenne ich auch noch nicht. Könnt ihr gerne reinschreiben. Leute, das war's für die Folge. Danke, wie immer, fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denn dann und reingehauen.